So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Wir werden uns heute in The Hive begeben. Kann dann was jetzt abgeht? Nichts Gutes. Ja, okay, ich verstehe schon. Alles kein Problem, alles cool. Auch wenn die Dinger echt böse aussehen. Pflaster habe ich jetzt nicht gesehen in der Form. Scheinbar nicht. Kann ich also weitergehen. Au. Ja. Ja, super. Au. Ja, damit müssen wir jetzt klarkommen, dass ich hier instant an nicht sterben kann. Ich sollte nicht so mit Geschmack jetzt da reingehen. Da oben ist ein Pflaster, gut zu wissen. Da oben ist ein Aha! Ja, tot. Tot. Wo bin ich jetzt schon wieder? Ach du herrliche Kacke hier. Wie hoch geht denn das? Okay. Ach du heilige Scheiße. Nein! Das war beinahe gut. Das war wirklich beinahe gut. Ja gut, das funktioniert so nicht, weil da eine Decke ist. Alles klar. Okay. Ah. Dann machen wir das mal richtig cool looking. And not very spooky. Spooky! Spooky! Na, damn you. Damn you all. Damn you Spike. Damn you Spike. Wow. Das war krank. So. Ach nein, nicht sofort rüber. Arg. Kommentators hier nicht verstehen nicht. Kommentators hier nicht verstehen. Kommentators hier nicht verstehen wollen. Ja. Fail. Ja, ich sterbe, wenn ich hier rüberrennen will. Ja, keine Ahnung warum. Jetzt ist aber gut. Ich versuche das Level nur einigermaßen schnell hinzukriegen. Ist das dämlich hier? Ja, das sollte ich echt sein lassen. Also zumindest da nicht sofort rüberspringen wollen. Das ist nicht hilfreich. Okay. Ist halt immer doof, wenn ich in den Fallen warten muss. Ich stehe hier rum und warte. Und dann stehe ich rum und warte. Und dann stehe ich rum und warte wieder. Yeah. That's what I do best. Rumstehen und warten. So. Nein! Kurz vorm Pflaster gestorben. Das war so ein tragischer Moment in der Geschichte von Meat Boy. Stehen, 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 stehen. Bei guter Musik aber. Deswegen kann ich dem Spiel nochmal verzeihen. Aber nur wegen der guten Musik. Yeah. Bandage get. Jetzt nochmal in schön. Kommt nochmal in schön. Ja. Super. Damit sind wir durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pflaster. Mir fehlt irgendwo eine Warp Zone. Die wird dann hier irgendwo drin sein. Da werde ich mich einfach nochmal offscreen nach
ja, auf die Suche begeben. Und jetzt werden wir einen kurzen Stopp einlegen und dann werden wir Littlehorn begegnen. Und da bin ich auch schon wieder mit Littlehorn. Der Blick war sehr geil. Au. Also der Blick war Hammer. Der war so, muss das sein. Yeah. Ah! Yeah. Die Musik ist hammergeil. Ja, mach doch. Haha. Eine Mietbeule. Ah, ich hab aus dem Fenster gekriegt. Hallo. Ah. Was jetzt? Aha. Aua. Also Littlehorn wohl wegen kleines Horn, was er auf seinen Schädel kriegt, wenn ich ihm eine verpasse. Beziehungsweise er sich selber eine verpasst. Zack. Die ganzen toten Meat Boys, aber in die Yeti geht. Ja. Und jetzt? Jeha. Au. Moment. So, weiter geht's mit Big Horn. Ja, wie gesagt, ich werde ab und zu einfach mal ein paar kleine Pausen machen, denn ich spiele immer noch mit Tastatur. Irgendwann tut's richtig weh in den Händen und das brauche ich nicht, deswegen mache ich lieber ab und zu mit ein paar Pausen, dann ist auch schon wieder gut. Yeah. Du hast den Beul. Ne. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und rüber. Yeah. Meat. Meat Power. Wuhu. Haha. Da fallen die ganzen toten Meat Boys. Ah, sie brennen. Sie brennen. Sie sind tot und brennen. Und da liegt immer noch ein toter Meat Boy. Jetzt ist er weg. Das ist schön. Ja. Mehr tote Meat Boys. Halleluja. Aha. Nein! Damn you! Ja. Moment. So. Da bin ich wieder. Haha. Ganz schnell. Ganz schnell. Wuppdidu. So, ich wollte das Ende der Plattform auch noch rot färben. Warum, weiß ich nicht genau, aber ich hab mir gedacht, das ist ein guter Plan. Ja. War das schon immer so? Nee. War also nicht schon immer so ein dämlicher weißer Strich oben. Der taucht da gerade ab und zu mal auf, deswegen wundere ich mich, was das ist. So, er wird jetzt seine Faust da nach links fallen lassen wieder und rüberziehen. Und dann wieder Headbang. Zweites Fleischhorn. Hihi. Wow. Okay. Wow, ich wollte gerade wieder in die Mitte gehen. Oh, ich wollte gerade wieder in die Mitte gehen. Huiuiui. Das war knapp.
Ja, süß. Das habe ich ja nicht überlebt. Oh. Ja, mir fehlt eine Warp Zone. Aber gut. Chapter complete. Littlehorn tot. Das nächste Kapitel wäre Rapture. Die Welt ist mittlerweile auch ziemlich tot. Aber das sehen wir uns dann beim nächsten Mal an, denn ich habe noch eine Menge aufzuholen in der Hölle. Bis dahin, Leute. Ich mache jetzt einen kurzen Schnitt. So, Leute, da bin ich wieder. Nachdem ich alle Level neu gespielt habe, habe ich hier die Warp Zone endlich gefunden. Ist eigentlich ganz einfach. Muss man aber auch erstmal sehen. Kennt man ja. Da oben, dieses bröckelnde Etwas. Das ist ein bröckelnder Block. Oder beziehungsweise ist ein bröckelnder Block drin. Da kommt man hier hin. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild von scheinbar You. Von für Super Meat Boy. Oha. Also gutes getimtes Springen ist hier gefragt, scheinbar. Das geht aber noch. Das kann ich eigentlich ziemlich gut. Ja. Die Musik ist aber schön. Mal wieder. Was haben wir denn hier? Eieiei. Das ist, unschön. Oh Gott, ist das unschön. Also Augenkrebs ist ja gar nichts dagegen. Okay, runter. Schnell. Ah, okay. Ich glaube, ich habe da ein Muster gefunden. Aber eieiei, das ist ja echt augenkrebserregend. Ja. Und dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Eigene Dummheit. Mein schlimmster Ernstfeind ist wieder da. Meine eigene Dummheit. Ja, wie gesagt, das hier geht ja sowieso noch. Nein! Ja. Und jetzt... Da links ist das Pflaster. Das ist mies. Ich muss das Level einmal schaffen. Dann muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Das ist mies. Wobei das Level gar nicht so schlimm ist. Jetzt nur nicht daneben landen. Das wäre jetzt echt blöde gewesen, wenn ich jetzt noch daneben gesprungen wäre. So. Okay. Ah. Sorry, Meat Boy, aber Bandage ist in einer anderen Warp Zone. MS Paint Woods. You're not Runman from Runman. Runman kenne ich sogar. Bin ich ganz ehrlich, Runman kenne ich. So, wir machen eine kurze Pause und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Super Meat Boy. Einen Moment. Da sind wir auch schon wieder in der Hölle der Hölle. Gretel. Gretel? Ach du heilige Scheiße. Die Musik ist aber gut. Die Musik ist sehr geil. Das müsste dem Spiel sowieso jedes... Oh, da ist eine sich bewegende Plattform. Ja gut, okay. Moment, wenn ich das ganz schnell hinkriege... Wenn ich das wirklich ganz schnell hinkriege... Dann ist die Lücke sehr groß. Dann komme ich da direkt durch. Das ist sehr gut. Na komm, Plattform, komm. Brav. Oh ja, stimmt, da wäre noch eine Kettensäge, die ich nicht aus Acht. Ah, nein. Acht lassen sollte, so. Genau. So, sehr schön. Na komm, na komm. Yes. A plus. Boah, die Level hier, die gehen aber echt ab. Ja, die Plattform hier auch.
funktioniert mit der Plattform nochmal sehr schön. Einfach nur, weil ich an denen ja ständig einfach mal so sterbe. Nein! Ich will da landen, wo diese Gebeine liegen. Nein! Oder was heißt, ich will? Ich muss. Ich werde dazu genötigt! Wow. Warum werde ich immer so... Keine Ahnung, ich kann es mir auch gerade einbilden, aber ich habe immer das Gefühl, ich werde da weiter nach rechts gezogen, als ich überhaupt will. Au. Ja, gut, ist alles eine Frage des Timings. Au. Und des Landens auf dieser... Plattform. Nicht... Ja. Ich meine nicht mal die hier. Ich meine nur die da unten, die sich nicht bewegt. Sollen wir mal festhalten, diese Plattform bewegt sich nicht. Aber ich bin zu blöd, auf ihr zu landen. Irgendwie fühle ich mich so auch so ganz leicht unangenehm zurückerinnert an... Aua. Kaizo Mario-Zeiten. Ganz ehrlich. Das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an Kaizo Mario. Das ist fast wie ein Safe State setzen, nur dass ich den Safe State ganz am Anfang habe und den danach nicht mehr benutzen darf. Das ist so eine ganz blöde Eigenart an Meat Boy. Also an jeden Charakter eigentlich. Sobald sie an der Wand hängen, rutschen sie halt. Und ja, super. Der Leck war sehr unangebracht. Der auch. Ne, ja, das haben wir. Das war sehr unangebracht. Wirklich. Hoppala. Ach ja, da hängen Kettensägen. Haha, haha, haha. Rüber. Nicht landen ist gut. Nicht landen ist. Ich sag dazu gar nichts mehr. Außer, dass ich in der Hölle nochmal sehr viel Zeit und Wutanfälle haben werde. Das weiß ich jetzt schon. Ah, nein, zu hoch. Zu nicht hoch. Kann man auch nennen zu tief. Das war wieder zu hoch. Super. Hier rüber. Darüber. Keine Ahnung, warum ich da manchmal diesen Wattsprung nicht machen kann, will, wie auch immer. Ah, Meat Boy, nicht so weit. Ich freue mich gar nicht über das Replay. Ehrlich nicht. Au. Au. Weh, ist eine Bandage. Au. Die mich dann noch dazu verleitet, dass ich das Level zweimal machen muss. Moment. So. Die kurze Pause brauchte ich jetzt mal. Boah. Ah, nicht schon wieder. Ja toll, jetzt bleibe ich da hängen. Ich würde gerne mal den Rest des Levels probieren. Ja, das kommt davon, wenn man denkt, man ist eh schon gestorben. Also was ich sagen wollte, ich würde gerne mal wieder den Rest des Levels ausprobieren, weil, so werde ich langsam richtig gut in dem Teil hier, kommen aber nie zum Üben vom anderen. Mies. Boah. Ich hasse die Stelle da wirklich abgrundtief. Das ist einfach nur... Das ist nicht mal schlechtes Design. Und das, ich würde es ja gerne auf schlechtes Design schieben oder so. Aber nein, das ist einfach nur schwer. Das ist... Also das empfinde ich jetzt für meine Verhältnisse ist schwer, weil ich da gerade nicht hochkommen kann. Vielleicht macht zu kurze Sprünge oder zu hohe, je nachdem. Aber nie diesen... Halt! Mach den Sprung halt nicht mehr, ist ja egal. Wir wollen ja gar nicht rüberkommen, genau. Ach toll, jetzt mach sie ihn. Schade. Ja. Jetzt habe ich wenigstens mal gesehen, was da so ist. Also wird da im Prinzip eine gute Punktlandung von mir gefordert, wenn man es mal so
also würde ich es jetzt sagen. Das sah aus, als müsste ich einmal kurz da drauf landen können und dann, kann ich wieder rüber zu Mr. Plattform. Irgendwie so. Keine Ahnung. Müsste ich jetzt testen, aber ich werde das wohl in diesem Video nicht mehr hinkriegen. Und ob ich auf ein zweites direkt im Anschluss Bock habe, weiß ich nicht. Das würde zwar eine geile Replay-Szene hier ruinieren, aber ganz ehrlich, das ist echt ätzend. Na toll! Gucken wir uns mal die Glitchwelt an. Da bin ich ja gespannt drauf. Aha. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich einen Wandsprung machen, um darüber zu kommen. Ich habe das Gefühl, meine Finger fühlen sich gerade taub an. Klingt ein bisschen dämlich, ist aber so. Ja. Ah, ich habe es aber A+ gemacht. Das ist gut. Ich muss da nie wieder rein. Wow. Moment. Verdammt, die Bandage verpasst. Das mache ich jetzt noch schnell. Ja, komm, 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 Meatball, komm. Nein, Meatboy. Nein. Aber man muss sagen, allein schon, weil sie manche Level so irre schwer gemacht haben und dann manche wieder so einfach eigentlich, weil im Prinzip ist das hier ja nicht, jetzt nicht sonderlich schwer. Auch wenn ich mich gerade nicht sonderlich gut anstelle. Moment. Das muss mit irgendwem gehen. Runman, was kannst du? Du kannst nur lustig hin und her switchen. Dann nehmen wir also... Ja, du wirst es nicht mal nach da oben schaffen. Na super. Was mit Joseph? Niemals. Also doch, Meatboy. Na. Nein. Ja. Yeah. Bandage get. Damit verabschiede ich mich von euch, Leute. Es fehlen noch 8 Bandagen, eine Warp Zone und die restlichen Höllenlevel. Was hier noch so zu sehen geht, Billy Boy. Da muss ich doch wirklich nochmal reingucken. Das tut mir jetzt leid, aber ganz ehrlich, ein Level, was Billy Boy heißt, da muss ich reingucken. Ich sehe das Pflaster sogar. Da muss ich aber einen anderen Charakter nehmen, sonst komme ich da nicht ran. Was kommt denn dann noch so? Kommt das irgendwie noch schwerer oder war es das dann eigentlich schon? Kann es sein, dass diese Blase einen Moment langsamer geworden ist? Ja, Kettensäge. Haha, haha, haha. Moment. Ach du heilige Scheiße. Ja, okay. Damit könnte ich es jetzt im Prinzip gut sein lassen, weil ich jetzt gesehen habe, was hier abgeht. Aber wenn ich es schon gesehen habe, dann Switch Character, Meatboy. Im Prinzip ein Reset-Knopf, wenn man so will. Da würde ich gerne einmal kurz Ogmo ausprobieren. Egal. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss Leute.